Da muss ich hin. Lass mich in Ruhe. Drei Superbälle. Oh, Baby. That's nice. So, pass auf. Wir müssen jetzt erstmal nach Engine City. Wir müssen uns Pokémon reparieren. Hey, du. Ja, genau. Du stell dich im... Oh, Mann. Alter, jetzt greif... Polizeigewalt! Polizeigewalt! Polizist Arthur. Guck ihn dir an, Alter. Der ist doch richtig drauf. Der ist halt richtig auf Koks, glaube ich. Mit Rohr von Fukano wirkt. Oh, der ist aber süß. Aber wir sind paralysiert. Wir müssen unsere Pokémon eigentlich heilen, Mann. Ja, ich glaube, Nidalee bringt gegen den nichts. Ja, ja. Nee, nee, wir brauchen irgendwas anderes. Ja, ja. Ich glaube, der macht uns jetzt fertig. Ah, wobei geht. Aber ich bleib erstmal noch bei. Ich bleib erstmal noch bei Hydrax, der ist eh fast tot. Und der wird es eh gleich hinter sich haben. Oh, nice. Ein Volltreffer, sehr nice. Ja, ja, mach mal. Ja, ja. Ey, der hat nur den einen? Der hat doch 8000 Pokebälle da an seiner Hose kleben. Warum hat der nur eins? Der hat nur ein Pokémon. Scheiße, natürlich sind... Ja, jetzt sind wir natürlich auch mal paralysiert, ne? Ach, komm, bitte. Na komm, wir switchen eben schnell. Ja, komm, Gellok. Let's go. Komm, ich überroll dich eben. No chance. No chance in hell. You got? No chance. No chance in hell. Oh, weg mit dem. So, und jetzt bunkert er uns bestimmt ein. Ab ins Gefängnis mit ihnen. Jo, ciao. Freut er sich auch noch. Du hast gute Pokémon dabei und dein Kampfstil kann sich auch sehen lassen. Hat er einen Anfall? Ich glaube, der hat einen Allergieschock. Alter, schnell weiter. Und der Vater hier wieder. Da ist was. Du findest eine Kraftfeder. Achso, ich dachte vielleicht eine Heroinspritze oder so. Weiß man nicht, auf so einer Brücke. Brücken sind immer, ne? Da liegt immer jede Menge Scheiße rum. Muss man immer aufpassen. Eine Flinkfeder. Wendet man dieses Item auf ein Pokémon an, wird dessen Initiativbasiswert dauerhaft erhöht. Alles klar, okay. Cool. Hier hat es noch irgendwo geblinkt. Hat es doch vorhin noch irgendwo geblinkt, ich weiß das doch. Ah, da. Das war jetzt zwar nicht das Blinken, aber hier ist auch noch was. Bist du nicht in Frankfurt? Ach so. Ich dachte, das wäre Pokémon Frankfurt, was ich hier gerade spiele. Nein, ich möchte nicht kämpfen. Okay, Engine City, wir müssen sofort ins Pokémon Center. Sofort. Schmock mir Joch Drepp. Pokéball, Superball. Okay. Ist das hier Pokémon Center? Nee, das ist das. Ach, das ist das Knospi Inn. Nee, warte mal, wir müssen. Nein, jetzt lass mich doch mal. Nein, 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 nein. Hallo, Dieter, richtig? Du bist ja noch ganz schön spät unterwegs. Du hast doch bestimmt kurz Zeit, um mir bei etwas zu helfen, oder? Ich will testen, ob ich bei der Arena-Challenge gewinnen kann. Nein, jetzt nicht, nein. Warte mal. Ich muss nur mal kurz gehen. Hey, wo ist dein Kampfgeist? In meinem Arsch. Piss dich. Piss dich aus meinem Gesicht. Nee, warte, wir müssen ganz kurz Pokémon heilen gehen. Das geht uns nicht. Wir können da nicht, das geht. Jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Quatsch mich nicht voll. Ah, hier. So, eben kurz mit dem Aufzug runter. Okay, trotzdem ein sehr unterhaltsames und schön designtes Game. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Ich muss sagen, ich fand, also das beste 3D-Pokémon, muss ich sagen, ist für mich immer noch Pokémon Colosseum. Ja. Das finde ich bis heute echt immer noch unerreicht, weil es einfach so ein bisschen auch diese düstere Stimmung hatte. Pokémon Colosseum ist bis heute eines meiner Lieblings-3D-Pokémon. Aber tatsächlich ist das ja auch ziemlich gut. Pokémon Colosseum, das hätte auch ein Remake verdient, ganz ehrlich. Oder zumindest ein Release auf der Switch. Auf N64 war das. Nee, GameCube. Ja. Übrigens, am Raspberry Bahnhof hat man letzte Zeit. Ja. Immer hat man das da. Habt ihr einen Krampf oder was ist los, Freunde? Pokémon Super, was möchtest du tun? Etwas kaufen. Warte mal, Pokéball. Wir müssen Pokébälle kaufen. Ich glaube, wir haben 4 Stück nur noch. Ja, das ist zu wenig. Wir brauchen 10. So. Superball haben wir, glaube ich. Du bekommst als Bonus noch einen Premierball dazu. Hey! Das habe ich bei Amazon noch nie irgendwas geschenkt kriegt. Cool! Da haben wir 4 Stück, das passt. Tränke brauchen wir aber noch. Supertrank. 60 Punkte. Wir brauchen schon fast die hier. Kann ich nur einen kaufen davon? Ach, lol. Hier 10. Let's go. Ja. Sehr geil. Davon haben wir einen. Ich finde, da sollten wir immer einen zumindest in der Tasche haben. Ja. Sondern wir Feuerheiler. Wir haben keinen Eisheiler. Eisheider. Schöne Grüße gehen raus an Heider. Okay, Paraheiler haben wir 3, Beleber haben wir 4, Pokepuppe, was ist das denn? Eine hübsche Puppe, sie ermöglicht die Flucht im Kampf gegen wilde Poke. Hä? Mehr Superwelle? Okay, let's go, komm. 10. Was? Verteilt frische Brötchen mit Nutella, Rübenkraut, Mozzarella. Stammen Max im Chat. Nutella? Aber Teach, du kannst doch kein Nutella essen. Wie kann das denn sein? Du kannst doch kein Nutella essen. In Nutella ist Kinderblut drin. So, okay, jetzt können wir der Alten geben. Komm, let's go. Nirotala, dankeschön für deinen neuen Prime-Sub. Herzlich willkommen. Jorich05, dankeschön auch an dich für deinen neuen Prime-Sub. Herzlich willkommen auch an dich. Und Gekonit ist mit 11 Monaten drinnen auch dafür ein ganz großes Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ich heiße immer noch Pommes, aber gut. Was habe ich denn gesagt? Teach, echt? Oh. Ich meine natürlich Pommes. Aber Teach, du kannst auch kein Nutella essen, das geht nicht. So, komm her, jetzt gebe ich dir. Du hast doch kurz bestimmt Zeit, um mir bei etwas zu helfen. Ich will testen, ob ich bei der Arena Challenge. Ja, let's go, komm. Oh, was für ein Kampf. Achso, ich dachte schon, die machen jetzt mit da oben. Poketrainerin Mary fordert dich heraus. Klibunkel. Well. Klibunkel, ist das ein Wasser-Pokémon? Ich bin keine gute Verlierung, aber man verlieren denke ich eh nicht. Ah, okay, easy. Ist Klibunkel Wasser? Gift. Okay. Kommen wir da mit Feuer gut hin? Weiß ich nicht. Ausprobieren. Ja, sieht gut aus. Vergeltung? Okay. So, jetzt erstmal weg mit dem Lachs. Zack. Ciao. Klibunkel, mach es gut, nicht? Das klingt wie Vorhunkel und das finde ich irgendwie eklig.
So, ein paar Erfahrungspunkte. Gellok steigt gleich im Level. Sehr nice. Was setzt ihr als nächstes ein? Zurukex. Nö, wir machen, wir bleiben. Ich weiß nicht, was Zurukex ist, kenne ich nicht. Ich kenne die ganzen neuen Pokémon schon wieder nicht. Alles klar. Cool. Was für ein Hesslohn. Ah, schade. Wir hätten ihn fast Ehre genommen. Au. So, dann jetzt. Du willst mich doch verarschen, wa? Aber warum dürfte die jetzt den Scheißtrank zuerst einsetzen? Waren wir nicht eigentlich die Runde immer zuerst dran? Das ist schon frech, ne? Das ist schon frech. So, dann halt jetzt weg damit. Na, so. Ciao. So. Kenn ich nämlich nix. Ach, ich muss die Cam wieder anmachen, ne? Ich kann's auch auslassen, die quatscht eh gleich wahrscheinlich noch. Okay, Tränke haben Prio, alles klar. So, Gellok ist Level Up. Nice. Da fahre ich mir doch gerade mal die Hose, wo die Cam aus ist. So, nee, was? Morpeko, keine Ahnung, kenne ich nicht. Weiter. Es wäre irgendwie öde, wenn jetzt schon alles vorbei wäre. Darum geben wir auch nicht auf. Naja, Schnauze. Ach, das Viech. Das aussieht wie so ein verkrüppeltes Pikachu irgendwie, ne? Winnie Vanilli, dankeschön. Winnie Vanilli, passt. Dankeschön für deinen neuen Prime-Sub. Herzlich willkommen. Dankeschön, dankeschön. So, was willst du machen? Setz Biss ein, ja komm. Beiß mich. Beiß mich. Was denn jetzt los? Okay. Alles klar. Dann jetzt mal erst recht weg. Klatsch dir direkt eine, wenn du aggressiv bist. Peng, peng. So, besiegt, Mary. Mach es gut. So wird das aber nichts morgen in der Arena, wa? So, Elfin ist Level abgekriegt. Sehr gut. Du hast mich besiegt. Anscheinend bist du doch nicht so schwach. Ja, guckst du jetzt, wa? Da guckst du jetzt. Jetzt frage ich mich aber, warum haben wir vorhin für das Besiegen von der Oma fast 5000 gekriegt von diesen Pokémon-Geldpunkten und bei ihr jetzt nur 3000, obwohl das eine Trainerin ist, eine richtige und eine, drei Pokémon hatte. Verstehe nicht. Ich hau mich am besten ins Bett, um morgen fit zu sein, dann solltest du auch schlafen gehen. Pico. Pico. Oma hat mehr. Ah, okay. Ah, Pokémon sind geheilt, glaube ich, ne? Alles klar. Boomer haben mehr Geld. Am nächsten Morgen. Du hast der Oma die Rente abgenommen? Na, er hat ja scheinbar genug. Die hat ja scheinbar genug. Die hat die 4.500 sind bestimmt die Zinsen gewesen, die sie von der Bank geholt hat, von ihrem Reichtum. Safe hat die Oma genug. Moin, Dieter. Was willst du jetzt schon wieder von mir? Dein Kumpel ist schon los zur Arena, aber völlig aus dem Häuschen. Ach, der Typ ist einfach... Ich würde ihm echt... Er meinte, er hätte mit Hilfe der Infos auf Kabaus Karte, Liga-Karte, die perfekte Strategie gegen ihn. Ausgeklügelt. Bevor er abgelöst ist, hat er mir eine riesige Stapel von Kabusia-Karten gegeben. Hier, nimm doch auch eine. Batterielastung ist... Hey, die war vorhin noch halb voll. Jetzt mach mich hier nicht fertig. Setz die Liga-Karte in ein Album ein. Nice. Oh, und das kannst du auch haben als Dank für unseren Kampfkisten. Hast du den? Zwei Feuerheiler. Gut, dass ich mir vorhin welche gekauft habe. Ja. Kennst du Kabaus Spitznamen? Er wird auch der unauslösliche Feuerveteran genannt. Aber ich habe das Gefühl, dass der dir keine größeren Probleme bereiten wird. Geh zum Endestein und schnapp dir die Feuer an. Ja, easy. Pico! Nimm die Klammer vom Sack. Hey, was ist denn jetzt los? Okay, warte mal, ganz kurz nochmal checken. Sind die Pokémon aufgeladen? Also aufgehealt, nicht aufgeladen. Entschuldigung. Pokémon. Kabu hat es echt drauf. Wem winken die denn? Hä? Seid ihr gestört oder sowas? Winkt ihr dem Stein oder was? Was ist denn mit denen los, ey? Wenn ich den da schon stehen sehe, ne? Am liebsten einfach einen Running Power Slam verpassen.
Das wäre das Beste, was du bei dir machen kannst. Ah, da bist du ja endlich, Dieter, ja. Naja. Ich habe mir immer mal den Feuerorden geschnappt, aber ich weiß jetzt, warum Cabo von allen der unausgesetzliche Feuerveteran genannt wird. Wäre mein Team nicht das allerbeste in Gala, hätte ich ziemlich alt gegen ihn ausgesehen. Aber was willst du eigentlich mit deinem Level 20er Wolny, Alter? Ich weiß, dass er Wolny heißt, aber wir nennen ihn immer Wolny. Ich habe keinen so besiegt, das ist unauslöslich, du schaffst das schon. Naja, mach einen Kopf zu. Ich werde das bestimmt nicht schaffen, weil mein Team ist ja nicht so geil wie deins. Wolny, ja? Ja, Wolny, ne? So, ja komm, wir probieren aber unser Glück. Hallo Arena, schön dich zu sehen. Es gibt nicht viele, die es weit genug bringen, um Cabo herauszufordern. Willst du sofort einen Versuch wagen? Ja. Wenn du dich an der Arena-Mission versuchen willst, musst du erst deine Uniform schlüpfen. Alles klar, komm, gib mir die Uniform. Gib! Ich bin bei... I. 69 Lel. Lelul Kekweh. Die Arena-Mission vom Typ Fire ist etwas ungewöhnlich. Hier entlang bitte. Ordnen Sie mir bitte. Der Feuerorden. Hä? Was ist das denn? Amla Girl, Dankeschön für deinen neuen Sub. Herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank. Und Jenny7388, Dankeschön auch an dich für 8 Monate. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Okay. Meine Arena-Mission des Feuer-Arena-Leiters, Cabo, musst du in Kämpfen gegen Pokémon möglichst viele Punkte sammeln. Besiegte Pokémon geben einen Punkt, gefangene Pokémon 2. Sobald du 5 Punkte gesammelt hast, gilt die Arena-Mission als bestanden, aber Vorsicht, die anderen Trainer hier werden sich in jeden Kampf einmischen. Denk gut darüber nach, was die anderen Trainer tun könnten und versuche so viele Punkte wie möglich zu ergattern. Und jetzt zieh deine Hose aus. Oh, Junge. Auf geht's. Der Typ sieht so scary aus. Der sieht so scary aus, der Typ, ne? So, was soll ich jetzt machen? Kämpfen, ne? Ja, komm, let's go. Ein Bullpix. Ach, wir machen jetzt quasi so Challenge, oder was? Ja, ist ja unfair, es kommt jetzt darauf an, wer zuerst, ne? Wer zuerst drankommt, oder nicht? Das ist ja voll unfair. Ja, guck mal, und sie macht jetzt eine Attacke und der ist weg und dann habe ich keine Punkte. Ach, fangen sollen wir die? Warte mal, der setzt Tackle ein. Okay, okay, okay. Ja, warte mal, dann, Ach, falscher Knopf, Moment. Pokémon? Was mache ich hier eigentlich gerade? Komm, nehmen wir einfach einen Superball. Flop. Hahaha. Nice. Das fragen wir uns seit Jahren. Ey. So, Level Up für Microsoft, sehr schön. Neues Update incoming. So, Vulpix, ja, wir haben Vulpix schon. Wir haben schon Vulpix. Nee, brauchen wir keinen Spitznamen, wir haben den schon. Nein, nicht ins Team. Schockgesell, hier PC-Box, ciao. Malakor, dankeschön für 17 Monate. Vielen, vielen Dank. Und Malte 1912, dankeschön für 27 Monate. Vielen, vielen Dank. Dieter hält 2 Punkte. Sehr schön. Dieter. Moin. What the fuck? Alles klar. Was hat die denn? Was ist das denn? Molunk! Alter, du alter Molunk! Oh mein Gott. Der Molunk. Ich will den haben. Kann ich den Molunk nicht fangen? Oh.
Okay, Molunk ist ziemlich schwach. Glaube ich. Ja, Molunk ist ziemlich schwach. Ach, der hat so ein... Oh, der hat so ein Feuer... Oh, scheiße. Oh. Okay, Molunk ist weg. Scheiße, das habe ich gar nicht gesehen. Okay, Molunk ist aber ein Lauch, der kann nix. Probieren wir den hier mal. Und die hat jetzt kein Pokémon mehr, oder was? Okay, das dürfte uns nichts ausmachen, weil Feuer. Ja, ist nicht sehr effektiv. Okay, easy. Dann machen wir nochmal Ruckzuckhieb und dann versuchen wir uns zu fangen. Bam. Sehr gut. Und jetzt fangen. Ja, das macht uns alles keinen großen Schaden, das ist schon okay. So, warte mal hier, X. Konnten wir, bevor wir den großen Ordenskampf dann haben, konnten wir vorher nochmal, konnten wir da vorher nochmal zu so einem Arena... Alter, was mache ich denn? Zu so einem Arena hier nochmal Pokémon aufheilen? Ging das? Neswin, Dankeschön für 24 Monate, 2 Jahre dabei, Dankeschön. Vielen, vielen Dank, Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und Admiral Obenson, Dankeschön auch an dich für 8 Monate, vielen, vielen Dank. So, Level, zack, Level up. Nur mit Items, okay. Nur mit Tränken, naja, passt schon. So, wie nennen wir den denn jetzt? Wen haben wir denn da noch so Schönes? Ja. Das ist gut. Das ist gut. Toll. Ich habe mich verklickt. Nice. Kann ich das Pokémon im Nachhinein noch einen Spitznamen geben? Scheiße. Okay, alles klar. Machen wir dann später. Easy. Machen wir später dann. So, wer ist hier? Guten. Hat er wieder super geklappt. Oh, sieht aus wie ein Hühn. Wärmepflaster. Der Thermopod, ey. Ja, fangen wir mit Doppelkick an. Mal gucken, Lichtel. Der brennt ja lichtloh. Das hat keine Wirkung auf Lichtel. Nice. Okay, okay, sehr gut. Das ist nicht sehr effektiv. Naja, ging, ne? Ging, ging, ging. War schon okay. Vielleicht ihmchen hier? Es hat keine Wirkung. Okay, dann soll er jetzt wieder den Biss machen. Das passt. Rauchwolke. Jetzt kommt er mir mit etwas Defensivem, Alter. Okay, wir probieren es mal. Ich glaube nicht, dass es Erfolg hat, aber wir probieren es. Alles klar. Okay. Easy. Easy peasy. Lemon squeezy. Läuft. Nice. Habe ich hier irgendwo noch... Oh, ich habe nur eine Wasserflasche. Oh mein Gott. Ich dachte, ich hätte hier oben nichts mehr. Nice. Ach, leck mich doch am Arsch. Weiß nicht, ob es hinpasst. Es passt nicht hin. FML. Da. Hate it. Horst Lichtel. Nice. Aua. Omi, Dankeschön für deine 2 gegifteten Subs. Vielen, vielen Dank. So, Kabus ist vorhin bestanden. Wir haben einen Gewinner. Da steht jetzt der Kampf gegen Arena der Akaburan. Auf geht's, Arena Challenger. Ja, let's go, Schockgesell. Wir sind halt einfach der Beste. Oh.
Okay, pass auf, dann müssen wir ganz kurz hier einmal Beutel. Da muss ich einmal ganz tief in meinen Beutel greifen. Und unserem Hydrax nochmal schön einen reindrücken. Wobei ich auch sagen muss, dass Hydrax wahrscheinlich, das ist nicht unsere erste Wahl Pokémon. Wir brauchen den Golmitzer, glaube ich. Wir brauchen den Golmitzer. Pass auf, einmal hier Pokémon, zack. Und einmal den Golmitzer ganz nach oben. Und danach am besten gleich Elflin, weil Pflanze und Feuer, glaube ich. Nee, wobei, warte mal, Feuer war nicht. Nee, warte mal, Moment, das ist Bullshit. Was ist denn noch gegen Feuer einigermaßen gut?